So, es ist unfassbar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lange ist es her, aber heute geht's mal weiter mit einer weiteren Folge generell mal auf meinem Kanal. Ich war jetzt eine ziemliche Zeit lang weg gewesen. Das lag daran, dass mein PC leider den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise ich mir jetzt einen neuen gekauft habe und erstmal alles entsprechend einrichten musste. Zudem hat auch nicht direkt alles funktioniert, wie ich das wollte, denn ich habe den PC mit einem Kumpel selber zusammengestellt und der hat mir hin und wieder immer mal ein Bluescreen rausgeworfen und das sollte halt beim neuen PC halt jetzt eher weniger der Fall sein. Ich habe das Problem mit ihm aber gelöst und jetzt funktioniert alles einwandfrei und jetzt werden auch in Zukunft wieder mehr Videos auf meinen Kanal kommen. Ob jetzt Gaming oder auch Motorradvideos. Ich würde auch direkt einfach mal sagen, springen wir in die erste Runde Vollgas rein. Wir machen mal eine kleine Solo-Runde hier. Es hat sich eine Menge in dem Spiel getan, in der Zeit, wo ich jetzt nicht da war. Man kann jetzt sogar eine eigene Map bauen. Es ist also ein Editor rausgekommen. Den habe ich jetzt leider voll verpasst, wo er rauskam. Ich hätte direkt ein Video am liebsten dazu gemacht. Es sah so geil aus. Und das, was ich im Internet gesehen habe, war so heftig. Man spielt jetzt praktisch in der Masse mehr Maps, die man nicht kennt. Unbekanntere Maps. Als welche, die man schon kennt. Das bringt einfach nochmal eine derartige Vielfalt in dieses Spiel. Das ist so... Oh mein Gott! Mir fehlen die Worte. Ich find's richtig geil. Und das ist jetzt hier alles ein bisschen nachmoderiert. Ich spring direkt mal in das Video. Die Folge ist leider aufgrund der Bluescreens leider ohne Finale. Das bedeutet, ich hab's in dieser Runde jetzt tatsächlich ziemlich weit geschafft. Nur im Finale ist dann mein PC abgeschmiert. Diese Probleme sind aber nun Schnee von gestern. Ich hoffe nun, dass mein PC mich jetzt nicht mehr im Stich lässt. Und dann geht's jetzt los, würde ich sagen. Mit dieser zwangsgekürzten Runde in der Solo-Show. Und danach würde ich mir definitiv auch nochmal heute den Editor anschauen. Ich werde in den nächsten Tagen auch eine Runde Fall Guys nochmal spielen auf Twitch. Da könnt ihr gerne dann nochmal vorbeischauen. Der Joel wird auch mit dabei sein und dann spielen wir meine Map sogar. Also das Ding, was wir dann übrigens dann gleich hier auch noch bauen werden, ne? Ja, dann wäre damit wohl das Wichtigste geklärt für heute. Und dann geht's jetzt los mit der Folge. Lasst doch gerne eine gute Bewertung da und viel Spaß mit dem Video. Ach ja, und übrigens, der Roompass hat ab Level 41 nichts wirklich Nennenswertes mehr so im Angebot. Da findet ihr tatsächlich nur noch unendlich viele. Also fast schon übertrieben viele Kronensplitter. Ja, was soll ich sagen? Eine alte Map. So, da bin ich. Didaktische Drehung am Anfang des Spiels. Und dann gehen wir auch schon Gas. Oh, da kommt direkt schon eine Schneekugel. Ja, komm, jetzt mal abkürzen. Das wissen wir ja. Oh, da kommt eine. Oh, die sind richtig taktisch. Oh, 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 jawohl, einfach gelaufen und das ist gut. Jetzt halt mich nicht fest. Du bist ein Dreckiger. Ein richtig Dreckiger. Nein! Och, das war dämlich. Das war richtig dumm. Ja. Ja, nein, nein, nein. Komm schon. Ja! Wir sind drin. Ja! Wir sind drin. Und man sieht wieder das Konfetti. Ja, ich bin so glücklich, ey. Endlich wieder ein bisschen Fall Guys, ey. Das ist ja schön. Ah, da war eine neue Map. Ich hab's gesehen. Ah! Taktische Drehung. Ah! Vorne geknüpft. Yes! Yes, 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 yes. Okay, jetzt lass uns schießen. Oh, oh, oh. Oh Gott, was wird das denn? Schießen. Nein, man kann man da nicht schießen. Jawohl. Super, ey, wir sind ja richtige Sprinter. Yes, yes, yes. Oh, kommen alle da durch. Sag mal, warum ist das so einfach geworden? Oh, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh. Junge, Alter, was hab ich hier gerade gemacht? hab irgendwie mir selber so ein Ei gelegt dabei. Ach, oh, schon Ende. Ach, das Konfetti.
Das habe ich ja vermisst. Bin ich glücklich. Oh, Nashornangriff. Ey, wenn man mich jetzt vielleicht noch nicht ganz so gut versteht mit dem Mikrofon. Ich stelle hier gerade noch ein bisschen hin und her. Ich werde das mit der Zeit noch ein bisschen optimieren. Jetzt wollte ich aber auf jeden Fall mal zocken am Anfang, wo ich den PC habe. Das ist das erste Mal jetzt. Hier ist aber gerade Ramba Zamba. Lass mich hier im Kreis drehen. Ja. Also, letztes Mal haben wir hier überlebt, den mit dem. Also, da war das eigentlich voll die gute Taktik. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt noch einer. Oh, Kokos, ganz viel Kokos. Ja, das ist sehr gut, dass du dich hier festhältst an mir. Noch 24 Sekunden. Zwei Leute schubben mir zu. Oh, Junge. Jetzt werden wir aufgeregt. Oh, Junge, nein! Oh Gott! Ja, nein! Oh! Oh, ja, eins! War das riesig stark? Ich habe gewonnen! Sehr gut! Aber meine Rumrenntaktik, die ist gut! Oh, da hängt irgendwie so einer im Gestänge fest. Eieiei, der arme Kerl, Mensch! Letzte Runde, Hexrolle. Uiuiui. Haben wir nicht schon mal so eine gespielt, da habe ich gewonnen. Das war doch in so einer, in so einem Turnier. Mit den ganzen Leuten im Discord. Das war doch ganz lustig. Könnt ihr auch mal reinschauen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Beziehungsweise ich kann das auch hier oben irgendwo verlinken, glaube ich, ne? Ja, dann mache ich das, glaube ich, eher. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ich glaube, mein PC ist abgeschmiert. Gut, zu allem Übel jetzt der letzte Teil meiner ganzen Absturzgeschichte hier. Gut, und dann würde ich sagen, heimwerkeln wir jetzt mal so ein bisschen im Kreativmodus und erstellen mal eine eigene Map. Mal gucken, wie das so wird und was uns hier für Möglichkeiten bleiben. Digital, baue im digitalen Retro-Look oder Original. Ne, dann finde ich den Originalen besser. Über das Creator-Menü kannst du Spielregeln bearbeiten, deine Runden speichern und sie veröffentlichen, um einen Code zum Teilen zu generieren. Okay. Auf der Checkliste siehst du, was du tun musst, bevor du deine Runde teilen kannst. Alle Rundenarten sind unterschiedlich. Passe alles nach deinen Vorlieben an. Im Creator-Menü kannst du ändern, wie Objekte aussehen und sich verhalten. Öffne es und experimentiere mit den verschiedensten Möglichkeiten. Alles klar. Objekte bitte. Oh, jetzt geht's hier los. Das sind normale Objekte. Ne? Wie viel haben wir denn? 1000 Teile, okay. Kann man das auch drehen? Ach, scheiße. Auf der rechte Maustaste ist wegmachen. E. Oh, okay. Auf E haben wir dann hier die Möglichkeit zu drehen, so ein bisschen. Perfekt. Zack, können wir den versetzen hier auch noch, zufällig? Okay. Gut, dann haben wir hier schon mal einen Start. Oh Gott, das ist nicht alles auf einer Ebene. Das ist so gar nicht auf einer Ebene. What the fuck? Was habe ich denn da geguckt? 3 Stunden später. Komisch, die Mitte geht runter. Seht ihr? Warum das denn? Eine Ewigkeit später. Ja, warte mal, dann lassen wir auch die Mitte ein bisschen kleiner. Das ist dann so ein kleiner Cheat, den wir hier eingebaut haben. So will ich das haben. Neue Objekte. Zack. Wunderbar. Wenn man das Ding neigen könnte, das wäre ja geil. Ah, das können wir überall mitmachen. Oh. Wunderbar. Aber warte mal, dann können wir ja den hier neigen, oder? Ja, das auch. So, dann können wir ja hier ein Objekt noch machen. Und zwar... um 360, nee, um 180 Grad drehen. Oh. Das ist ja auch schwierig hier mit dem Gerade machen, ne? Das ist irgendwie nicht ganz so möglich. Kann man da jetzt hochspringen, da so durch? Das würde mich unheimlich glücklich machen. Müssen wir direkt mal ausprobieren, ne? So. Oh nein. Nein, ey, das ist richtig gut. Nein! Ja, okay.
Oh, das war dämlich. Yeah. Bringt mir doch nichts. Okay, das bedeutet. Ja, perfekt. So nehmen wir das. Sehr gut. Ja, probieren wir mal von hier aus. Okay, von da aus geht's nicht. Müssen wir uns merken. Jawohl. Perfekt. Nein! Oh, das war voll gut, ja? So, warte mal. Nein! Oh, das war auch komplett dämlich. Warte mal, kommen wir von hier aus nach vorüber, ja? Ne? Boah, das war richtig gut. Was ist mit dem hier? Komm mal da durch. Oh, man kommt da durch! Man kommt da durch! Sehr gut! Das ist doch super, ey. Genauso soll es sein. Wenn man hier ist und dann, oh, wie ging es mal? Eher ein bisschen in die Höhe. Zack. Und kennt ihr jetzt noch das Spiel von früher mit diesen Stangen, wo dann da mit diesen Affen war und die fallen dann immer so runter? Okay. So, dann probieren wir das ganze Spiel schon mal aus. Ich hoffe, dass das funktioniert. Okay. Das ist ein bisschen hier zu hoch noch, ne? So, das passt, das passt. Da kann man dann hoch. Das Ding ist, bei dem hier habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil da wird keiner hochkommen. Okay. Das ist viel zu hoch. Oh, das wird nichts. So, jetzt aber. Perfekt. Nein. Ich glaube, der immer noch nicht ist. Ja. Oh, so, ein knapper Sprung. Mit dem Lüfter wird es am einfachsten sein, denke ich. Da geht's nicht weiter. So, da wirst du aber rausgepfeffert wie sonst was. Ah ne, wir machen hier noch kein Ziel hin. Wir machen jetzt hier noch eine Rutschparty. Oh Gott, das könnte lustig werden. Super. Ach du Scheiße, Alter. Mal was ganz Dämliches am Ende. Warte mal, wie machen wir nochmal runter? So. So, jetzt wird's ziemlich gefährlich, Jungs und Mädels. Super. Nein, und es war sogar die richtige.
Super. Ja, whatever. So. Ich würde das so nehmen. Das sieht doch geil aus. Super. Name. Drexel Promenade. Ja, und ich würde sagen, veröffentlichen wir das Ganze mal. So, ich versuche mal in der Mitte durchzugehen, weil das sollte eigentlich halt easy sein, oder? Ah. Jo. Alles klar. Ah. So easy, dass ich es komplett verkacke. Boah, Junge, Alter, was? Okay. Gut. Ja, das ging ja. Easy. Dann hier rüber. Okay, das ist nicht cool. Jo, das war voll die Rolle. No. Was willst du mich lassen, ne? Gar nicht. Klappt es gerade. So, nochmal. Zack. Easy. Nein. Das ist ja nicht normal. Noch eine Minute auch nicht. Ein sehr steiles Ding. Oh, nee, man hat da nichts gesehen. So. Sehr gut, gerettet. Das ist mein Weg. Uff, Glück gehabt, ich schaff's ja nicht. Oh, nein. Ah, Leute, sehr gut. Oh. Ich hab's in der letzten Sekunde geschafft. Oh mein Gott. Und das die ganze Zeit, obwohl mein Controller einen Wackelkontakt hat. Das gibt's nicht. Hört man die ganze Zeit auch. Ja, wird veröffentlicht. Sehr schön. Boah, jetzt hat das aber echt. Gut, und dann war's das auch für heute. Lasst doch gerne noch eine gute Bewertung da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns entweder hier in einem neuen Video wieder auf YouTube oder dann auf Twitch live. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Drexel. Tschüss. We'll be right back.